die Radio-Fernsehmoderatoren Folge machen. Sind wir jetzt auf Sendung? Ja, sind wir auf Sendung. Wir beide, also die wollen mit uns ein Spiel spielen, wie gut wir beide uns kennen. Genau. Wir beide sitzen gleich Rücken an Rücken. Also so? Ja, genau. Ja, so. Und dann kriegen wir Fragen gestellt. Fragen gestellt über den jeweils anderen, weil die wissen wollen, wie gut wir uns gegenseitig kennen. So sieht's aus. Und da müssen wir dann eine Anzeige haben. Das eine sieht so aus. Ne? Das heißt ja. Stimmt, ja. Würde ich mal sagen. Wäre ja auch blöd, wenn man ja oder nein so und ganz ja genau, das ist ganz richtig. So. Würde ja keiner so zeigen, ne? Also ja so. Ganz genau. Dann nein oder stimmt nicht, ne? Genau. Daumen nach unten. Und wenn dann Fragen kommen, wo ein Zahlwert erforderlich ist, das wird dann mit den jeweiligen Fingern angezeigt. Ne? Mit wie vielen Jahren hat der Eggy sein erstes Mal, würde ich so machen? Man weiß es nicht. Jedenfalls Eggy und Des. Ne? Eggy Desk, so sieht's aus, genau. Werden dann mal gespannt sein, welche Fragen auf uns zukommen. Fangen wir mal an. Wie viele Freundinnen hatte der jeweils andere? Okay, ich habe die beiden Zahlen und die können Sie auch sehen. Desk, wie viele Freundinnen hattest du schon? 4. Und du? 46. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwas. Was hat er gesagt? Ich habe 4-mal so gemacht für 40 und dann 6 gezeigt. Ja! Sehr gut! Yes! Aber ich habe 5 leider gezeigt für ihn. Deswegen tut mir leid, also, ich habe dich erkannt. Er kennt dich leider nicht. Könnt ihr euch etwas mit dem jeweils anderen vorstellen? Warum kannst du dir nichts mit Eggy vorstellen? Guck dir den doch mal bitte ganz genau an und dann brauchst du die Frage gar nicht mehr stellen. Und warum kannst du dir was mit Des vorstellen? So viel geballte männliche Schönheit, die vor Testosteron sprießt, da kann man doch nicht widerstehen, oder? Jetzt will ich ihn doch. Hab ich doch gewusst. Glaubt ihr, dass der jeweils andere gut im Bett ist? Eggy, warum glaubst du, dass Des nicht gut im Bett ist? Er hat keine Haare. Da kann man sich nicht dran festkrallen und so. Ah ja. Und Des, warum glaubst du, dass Eggy gut im Bett ist? Das hat mir ein gewisser Supporter, der auch im TV-Team ist, aber. Der, der da steht? Nee, ich kann nicht. Kannst du dir vorstellen, den jeweils anderen abzuschlecken wie ein Eis? Des, warum kannst du dir das nicht vorstellen? Ganz einfach, ich mag kein Eis. Ach so, okay. Eggy, warum kannst du dir das vorstellen und welche Eissorte ist das? Tequila-Flavor. Und dann schmeckt das Ganze auch. Des, ich mag deine Brust. Okay. Bitte. Kommen wir zur letzten Frage. Wie findest du die Show des jeweils anderen? Eggy, warum findest du die Show von Des super? Weil der wunderbare Musik spielt, ein guter Radiomoderator ist und es immer schafft, sämtliche Singles zu vereinen. Und du, Des, warum findest du Eggys Sendung toll? Weil Eggy es schafft, zum einen die Sendung zu gestalten, wo auch wirklich Co-Moderatoren eingebunden sind, schwierige Co-Moderatoren, Entschuldigung, Mausi, und wirklich mit seinem Humor und seinen frischen neuen Ideen wirklich Schwung ins Radio bringt. Das war unser Fragespiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. André, ja? Unsere Tanzschulzeit liegt ja schon etwas zurück. Ein bisschen. Und wir haben sie ja erfolgreich absolviert, nur einer von uns drei eigentlich. Marcel. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du als Tanzlehrer ihm die Königsdisziplin, den Wiener Walzer, beibringst. Was noch zu klären ist, wer ist Mann, wer ist Frau? Also ich würde einfach mal aufgrund der Größe allein schon sagen, dass er doch der männlichere Part heute ist. Oder und er sieht doch heute schon sehr männlich aus. Ne? Finde ich ja nicht mit den Schulterpolstern, ich mache ihn doch ein bisschen maskuliner heute. Also ein Jockenbaufalles Topi aus dem T-Shirt. Ich will euch über die Tanzfläche schweben sehen. Über die Schweben. Haben wir auch Musik? Musik? Du Tarzan, ich Jane. Darf ich bitten? Aber du musst mich bitten. Darf ich bitten? Darf ich bitten?
bin ja noch. Wir sind schon dran. Ja, ihr seid schon dran. In dem Sinne, das war es von uns. Wir hoffen, das Interview und alles hat euch gefallen. Das war's für euch. Und wir hoffen auch mit dem Snacks einmal wieder. Das war's von uns. We rocks. Do you too? Sag mal, Eggy, du bist doch auch Radiomoderator bei Rox FM, oder? Ja, stimmt, hast du vollkommen recht. Richtig. Du nicht auch? Ja, richtig. Desp ist dein Name, oder? Genau. Ach mein Gott, das ist ja witzig. Dann sind wir beide Radiomoderatoren. Wir sind beide Radiomoderatoren bei Rox FM. Hast du eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was man als guter Radiomoderator so alles braucht? Ja, da habe ich schon mal häufig überlegt, was man als Radiomoderator brauchen könnte. So einfach ist das gar nicht, oder? Ja, ganz so einfach ist es nicht. Ich würde mal sagen, man braucht auf jeden Fall so ein bisschen Ahnung von Musik. Ja, das muss ja nicht alles sein, aber vielleicht so eine allgemeine Musikrichtung, die massentauglich ist. Da sollte man sich schon mit auskennen, oder? Ja. Das wäre doch gut, stimmt. Oder aber, wenn man ein Genre spielen will, dann halt richtig viel Auswahl aus dem Genre. Finde ich auch, das ist auch eine gute Idee. Stimmt, das braucht man auch. Aber was ist denn mit moderieren? Wie soll das denn funktionieren? Das muss ich doch auch können, oder? Da sollte man auch ein bisschen Gespür für haben. So ein bisschen reden können. Reden. Das ist wichtig, ja. Spontanität vielleicht. Spontanität. Fällt dir spontan ein Witz ein? Ach, lassen wir das. Ja, wir sind ja Moderatoren. Wir brauchen nicht nur Spontanität. Nein, brauchen wir nicht. Was ist denn mit Kreativität? Kreativität ist wichtig für die Sendungsentwicklung. Also das heißt, man kann seine eigene Kreativität mit reinbringen in die Sendung? Ja, eigentlich schon. Das hört sich gut an. Und also wir haben Spontanität, wir haben Kreativität und was ist denn zum Beispiel mit deutlicher, guter Aussprache? Hilfreich? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genauso wie eigentlich Technik, ne? So Mikrofon. Mikrofon. Und gut, wir machen das im Internet. Wir sollten vielleicht auch so eine größere DSL-Leitung haben. Da sind ja schon ein paar Daten, die da aufkommen. Was braucht man denn da? 2000? 2000 sollte 2000 man DSL sollte 2000 es sollte man haben, ja. Und das Ganze kann man von zu Hause machen, vom Computer? Von zu Hause. Prinzipiell braucht man nur ein Mikro und ein Programm zum Streamen. Die gibt es sogar kostenlos. Ja, also ich würde sagen, das sind doch schon mal ein paar Voraussetzungen, oder? Aber eine haben wir vergessen. Oh, wir haben eine vergessen. Welche denn? Aber eine Sache haben wir noch vergessen. Wir haben eine Sache vergessen? Was denn? Ja, die wichtigste Eigenschaft überhaupt. Man braucht die Eier, um sich das zu trauen. Stimmt, da hast du recht. Und wenn einer von euch die Cojones in der Hose hat, sich das zu trauen, dann bewerbt euch doch bei uns. Und zwar folgendermaßen. Es gibt ein Forum, das heißt rocks.fm. Dort gibt es einen Thread, den sogenannten Bewerbungsthread. Und dort schreibt ihr eine kleine aussagekräftige Bewerbung hinein. Und wir schauen uns das Ganze dann an. Vor allen Dingen suchen wir noch unheimlich motivierte, spontane, kreative Menschen, die Lust und Zeit haben, unseren Sendeplan zu füllen. Vor allen Dingen mittwochsabends, 20 Uhr, für 2 Stunden, vielleicht hat einer von euch Zeit, eine unheimlich super tolle Sendung zu gestalten. Wir suchen natürlich nicht nur für abends Menschen, nein, wir haben natürlich noch mehr Zeiten, wo wir den Sendeplan füllen wollen. Und die Zeiten entnehmt ihr auch dem Bewerbungsthread. Schaut rein, bewerbt euch, wir würden uns freuen. Auf jeden Fall. Und werdet Teil des Teams. Music rocks your life.